Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Emma Pixel und wir haben eine Mission und zwar brauche ich mehr Rennen. Und Shoto hat mir unter das vorletzte Video geschrieben, denn ich hatte gefragt, Leute, wo kann ich noch mehr Rennen freischalten? Und sie hat mir eine fantastische Liste gegeben, die liegt hier vor mir. Ich habe es mir aufgeschrieben. In Golden Hills Valley hat sie gesagt, gibt es vier Gärten am Landgut, gibt es eins, aber da muss der Rang hoch sein. Koppel am Landgut gibt es zwei. Es gibt noch eins in Moorland. Da weiß ich auch, glaube ich, was du meintest. Starshine Ranch gibt es, glaube ich, drei oder so. Jorvik Stall und am der Goldspurfamilie. Und ich bin jetzt hier zur Goldspurfamilie. Hier unten kann man die Araber kaufen. Ich habe mir die eben auch nur kurz angeguckt, weil ich so dachte, oh, wie wunderschön. Auch dieses Pferd, oh, wie wunderschön. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das ist auch verflucht. Schauen, ob es gleich wieder diesen Move macht. Jetzt, wo wir hingucken, nicht, ne? Okay, ihr habt es alle gesehen. Ihr könnt zurückspulen. Und ja, ich habe hier eine Dame gefunden, die sieht sehr aus, als hätte sie Lust auf. Ja, als hätte sie Lust auf Rennen. Das ist die Molly. Wir reden mal mit Molly. Hallöchen, bist du neu in dem Ernt. Bist du neu in der Erntefeldprovinz? Ich heiße Molly und ich kümmere mich für Angus und Aiden von der Goldspurfarm. Um die Rennstrecke von Grüntal. Möchtest du meine neue Grüntal-Rennstrecke ausprobieren? Das war einfach. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwas dafür tun. Dann machen wir doch einmal zusammen. Ich finde diesen Wald hier auch super schön, ne? Also, ich bin mal gespannt, wie Hollow Woods wird. Aber das ist ja schon echt eigentlich eine sehr gute Vorlage, ne? Also, ich finde diesen Wald, abgesehen davon, dass der andere natürlich schon irgendwie so richtig runtergekommen ist, gefühlt. Also, ich finde den Wald hier richtig, richtig schön. Dachte, der ist dahinter. Upsi. Wenn man die Strecken nicht kennt, ne, und dann versucht trotzdem voll schnell und gut zu sein, dann kannst du meistens irgendwie einfach nochmal starten, weil, ihr wisst schon. Wer kennt's nicht? Ja, schön. Ich freue mich. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ich freue mich, dass wir das direkt abgespeist haben. Das werde ich mir direkt abhacken auf dem guten, schlauen Zettel. Und dann gibt es noch hinten den Jorvikstall. Hier hinten. Hier hinten. Hier hinten irgendwo. Da würde ich auch jetzt gerne einmal hin. Das ist ja nicht ganz so weit weg. Und ich weiß auch, dass da hinten Pferde stehen. Die können wir uns ja einmal zusammen anschauen. Lange ich nicht mehr hier war, meine Freunde. Und hier haben wir Pferdeställe. Nein, wir kaufen uns keins, keine Sorge. Aber ich möchte sie mir trotzdem gerne einmal angucken, weil ich sie mir ewig nicht mehr anschauen konnte. Ist das Bild größer geworden? Erste, was mir gerade auffällt. Alles klar. Wir haben hier den Jorvikschen Friesen. Es ist Tatsache, dass der ostfriesische. Also, wir haben hier den Friesen. Diese Mähne ist ja mal einfach der absolute Oberhammer, oder nicht? Das ist so typisch für Friesen, ne? Oder auch dieses Geflochtene, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Ist auch sehr beliebt, soweit ich weiß. Aber wir gucken uns jetzt einfach mal mit den offenen Haaren an. Sehr schön. Ich bin ja halt auch so ein Dunkelfuchs-Fan, ne? Auch wenn viele das vielleicht nicht so toll finden. Ach, die Bewegung ist fantastisch, ne? Was hat denn der für eine Sonderbewegung? Oh. Der Schritt ist ja sehr schwungvoll, ne? Der Trab ist dafür ein bisschen starksiger. Der Galopp sieht geschmeidig aus. Die Mähne weht im Wind. Und weht und weht. Ah.
So eine Pirouette ist das, ne? Okay, cool. Schauen wir uns doch mal den. Sieht auch sehr interessant aus, muss ich sagen. Allerdings, diese verwaschenen Punkte finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Auch hübsch. Oh Gott. Ist es immer so mit den Beinen? Habt ihr das gesehen? Gott, das ist ein Fehler, oder? Also für die Leute, die den haben, auch sehr interessante Farbe. Sieht auf jeden Fall auch besser aus als das andere gepunktete, weil das einfach direkter ist, ne? Sehr interessant auf jeden Fall. Und dann gibt es hier diesen Barock-Pinto. Das gefällt mir auch sehr gut. Oh Gott, wie schön, wie schön. Aber habt ihr das mit den Beinen gesehen? Das war nicht so schön. So, jetzt kommt eine Rasse, es ist die Generation 3. Es kommt eine Rasse, die ich eigentlich sehr, sehr mag, aber die mich noch einfach zu sehr an alte Modelle erinnert und ich deshalb sie ganz schrecklich finde. Wisst ihr, was ich meine? Die Leute, die jetzt lange spielen, sagen auch jetzt, Emma, machst dich gerade richtig unbeliebt. Ich weiß, aber für mich ist das halt so der Kulturschock gefühlt, weil ich ja mit erst angefangen habe dieses Jahr. Und für mich sind das noch die. Es sieht aus wie eine alte Generation für mich. Die sind auch billiger. Und ich finde die absolut nicht schön. Finde ich nicht schön. Da könnte man mir ja keine Freude mitmachen, ne? Könnte man mir leider keine Freude mitmachen. Ich hoffe, die werden vielleicht nochmal irgendwann General überholt oder so. So, wir kommen. Oh. Das sind die Lipizzaner und hier stehen einfach alle Lipizzaner in allen Farben. Und ich finde tatsächlich den Fliegenschimmel ganz, ganz fantastisch. Ich finde, die sind halt auch sehr, ich sag mal, stramm gebaut. Die sehen immer aus so ein bisschen auch wie trächtig. Aber ich finde die trotzdem super, super schick und fantastisch schön. Auch der Trab richtig schick. Super schön. Das ist die besondere Bewegung und diese Standbewegung. Super. Finde ich total cool, dass sie zwei haben, weil ich finde das super schön. So, dann gibt es das auch noch mit kurz. Gibt sie auch mit hier. Ja, achso, nee, ich möchte die jetzt wieder ganz normal. Steht denen halt auch richtig gut, ne? Es gibt halt auch viele Schimmelvarianten in der Form und das finde ich halt sehr gut, dass sie das mit eingebracht haben und nicht nur vier Farben und das war's. So ein Rosenschimmel ist auch sehr, sehr cool. Ich bin auch ein sehr großer Fan von dem. Der Percheron hat ja auch so eine Farbe. Dann gibt es sie auch einfach noch in dunkelbraun und in schwarz mit Stern oder schmaler, sehr schmaler Blässe. Wenn ich mir jetzt spontan was aussuchen würde, würde ich den Fliegenschimmel nehmen. Und wahrscheinlich den. Also einen von den beiden. Ja, sehr cool, sehr, sehr cool. Ich freue mich immer wieder, mir mal die Pferde angucken zu dürfen. So, halbe Folge rum. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die Rennstrecke freischalten. Denn ich weiß noch, dass das irgendwie hier unten irgendwie war, ne? Glaube ich. Hier hinten, der Typ. Der hat immer Sachen gemacht. Mit dem kann ich nicht reden. Doch, mit dem kann ich reden. Nee, mit dem kann ich nicht reden. Okay. Dann versuche ich mit oben mal mit jemandem zu sprechen, der mir weiterhelfen kann. Obwohl hier ist ja gar keiner. Okay, lass mich mal kurz auf die Karte glupschen. Da muss ich wohl. Entweder muss ich hier hin oder ich muss mit einem von denen reden. Ich glaube, wir gehen erstmal zur Farm rüber, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Obwohl, warte mal. Doch. Nee, wir gehen erstmal rüber zur Farm. Hier ist eine alte Dame und die hat ja richtig verziert hier. Richtig Kürbisgalerie. Ja, cool. So, bleib stehen, Dorit. Entschuldige,
Entschuldige, darf ich dich einen Augenblick stören? Oh, danke, du bist Emra, oder? Was für ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe schon viel Gutes von dir gehört. Wie du allen hier mit allen möglichen geholfen hast. Hättest du Zeit, dass du mir auch mit meinen kleinen Problemen hilfst? Danke, Emra, weißt du? Heute Morgen wollte ich die Schafe scheren, aber gerade als ich den Zaun geöffnet habe, war ein lauter Knall von der GED-Unterkunft auf der anderen Seite des Wassers zu hören. Die Schafe gerieten in Panik und sind mir davongelaufen, bevor ich das Gitter schließen konnte. Die meisten habe ich wieder einfangen können, aber einige davon sind mir entwischt. Sie würden wohl früher oder später von selber zurückkommen, aber im Moment mampfen sie die Kürbisse und Blumen von anderen und alles andere, was ich hier anpflanze. Diese Frechdachse springen einfach davon, sobald ich in ihre Nähe komme, aber du bist mit deinem Pferd, solltest du es schaffen, sie einzufangen. Willst du mir bitte helfen? Du machst es, danke. Du brauchst sie nicht zurückführen. Sobald du in der Nähe kommst, verstehen sie von selbst, dass jetzt Schluss mit lustig ist und kehren zu nach Hause zurück. Kommst du mir zurück, wenn du alle erwischt hast? Ja, das sollte doch machbar sein. Die kleinen Frechdachse. Du hast ein Schaf gefangen. So einen langen Text hatte ich noch nie da stehen nach einer Mission. Ne? Hier gibt es auch irgendwie Geschäfte. Das freut mich sehr. Möchte ich mir auch mal angucken. Oder wenigstens ein Geschäft. So. Alle Schafe sind zurück auf der Weide. Gut gemacht, Amber. Ambra. Deinen guten Ruf hast du dir wirklich verdient. Das muss ich schon sagen. Hättest du vielleicht die Zeit, mit mir noch ein paar Sachen zu helfen? Meine Enkeltochter Lizzie feiert heute ihren Geburtstag und ich habe ihrem Vater Bob, er ist mein Sohn, wie du sicher schon weißt, versprochen, dass ich ihm einen ganzen Haufen Kürbisse gebe, damit er Lizzies Lieblingskuchen machen kann. Bobs Kürbiskuchen. Das ganze Schafsdrama hat mich so abgelenkt, dass ich nicht dazu gekommen bin, Bob die Kürbisse zu bringen. Könntest du wohl ein paar Kürbisse für mich ernten und damit zu Bob hinüberreiten? Er wohnt hier auf der Insel, es ist nicht so weit. Das würdest du für mich machen? Oh, wie wunderbar. Amber, du bist ein Schatz. So eine richtig süße Omi, ne? So eine süße Omi, wie man sie gerne auch hätte. Ich hoffe, ihr habt noch süße Omis. Meine Omis sind leider schon von dieser Welt gegangen. Einer Oma hatte ich aber nicht so viel zu tun. Die andere Oma war eine süße Omi. Das Wichtigste ist immer, sie gut in Erinnerung zu halten und nicht nur in Trauer, klar davon trauern und jeder bewältigt das anders, aber später werdet ihr, wenn ihr jetzt auf diese Zeit zurückblickt, trotzdem euch noch drüber freuen, dass ihr sie jetzt Oma hattet oder Opa, Onkel, was auch immer. So, hier oben müsste das sein. Ich dachte vorhin, die reden von dem Stall. Onkel Bob. Hallo, wie kann ich dir helfen? Oh, du hast Kürbisse von meiner Mutter für mich dabei? Super. Dann kann ich ja jetzt mit meinem speziellen Kürbiskuchen für den Geburtstag meiner Tochter anfangen. Warte nur ab, wie glücklich dieser Kuchen Lizzie machen wird. Jetzt mal abgesehen davon, wer braucht denn 10 Kürbisse für einen Kuchen? Ich habe für eine Kürbissuppe habe ich für 2 Leute 3 Tage Essen. Ich wollte eigentlich direkt nach dem Aufstehen mit dem Backen für den Geburtstag anfangen, aber jetzt hat sich alles etwas verzögert. Naja, ich schätze, wenn ich jetzt sofort anfange, werde ich noch rechtzeitig zum großen Familienessen heute Abend schaffen. Weißt du, was meine Tochter Lizzie Geburtstag hat? Wartet schon den ganzen Tag auf einen Geburtstagskuchen. Ich habe mit dem letzten Kürbis, den ich hatte, einen Minikuchen gebacken. Er ist jetzt nicht so groß, aber sie wäre sicher überglücklich, wenn sie ein Stück davon bekäme. Denkst du, du könntest ihr diesen Kuchen bringen? Danke, Amber. Sie steht direkt dort hinten an der Koppel. Bis dann. Da ist die Kleine. Genau, hier gab es doch auch. Wenn ich das mir so angucke, sieht es hier so aus, als gibt es ja auch etwas zum Trainieren. Hallihallo, wer bist du? Emra, was für ein schöner Name. Ich bin Lizzie. Moment mal. Hast du da etwa Kürbiskuchen für mich? Oh, danke. Der Kürbiskuchen von meinem Papa ist der beste der Welt. Nom, nom, nom. Das sage ich auch immer. Holla die Waldfee. Das sage ich auch immer. Oder manchmal.
Was für ein köstlicher Stück Kuchen. Ich will noch mehr. Ich schätze, ich krieg erst heute Abend wieder was. Ich habe so eine Schwäche für Süßes. Ich kann unmöglich bis heute Abend machen. Warten. Hey Amber, könntest du vielleicht zum Café am Hafen rüberreiten und Camilla fragen, ob sie mi mir ein Stück von ihrem köstlichen Kuchen für mich mitgibt? Bitte, schließlich habe ich Geburtstag. Ich darf noch nicht alleine zu ihr gehen. Bitte, sag ihr, sie soll dir ein großes Stück geben. Ich habe einen schrecklichen Hunger. Jo, das Kind verdrückt mehr Kuchen als ich, oder was? Warum müssen wir hin? Ah, okay. Die sieht aber nett aus, ne? Hallo Amber, wie kann ich dir heute helfen? Ein Stück Kuchen für Lizzie? Dieses Kind isst zu viel Zucker. Das ist nicht gut für sie. Ich möchte dir sie wirklich nicht noch mehr Kuchen geben, aber du kannst ihr stattdessen diese köstliche Orange bringen. Eine Süßigkeit der Natur. Darüber wird sie sich bestimmt freuen. Das glaubst du nicht? Eine Süßigkeit der Natur, glaubst du, das hat je einem Kind gefallen? Ach nein, schließlich ist ihr hat ja heute Geburtstag. Hier bring ihr dieses schöne große Stück Kuchen von mir. Tschüss, Amber. So, ich finde, das sieht auch ganz fantastisch aus. Das passt auch sehr gut zusammen. Und solange wir gerade nicht in Halloween-Stimmung sind oder auf Halloween-Mission, können wir. Also ich kann Lizzie verstehen. Kuchen ist was Geiles, ne? Ist halt einfach so. Hallo Amber. Oh, diese Torte sieht toll aus. Ist sie für mich? Super. Nom nom. Oh, wie lecker. Jetzt ist es aber Zeit für meinen Mittagsschlaf, wenn ich heute Abend noch Torte essen soll. Danke für die tolle Torte, Amber. Wir sehen uns. Oh, ich will mehr Kuchen haben. Hast du noch ein Stück, Amber? Nein? Bitte. Du hast keinen Kuchen? Och. Aber willst du meinen Sprungbahn mal testen? Jawohl. Ich meine natürlich, ich habe sie ganz alleine gemacht. Also ist sie vielleicht zu leicht für dich. Aber ich bin ja noch ein Kind. Also kann ich das noch nicht so gut. Du willst sie testen? Ja, okay, super. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ich habe sie ganz alleine gemacht. Ja, perfekt. Das ist das, was wir wollen. Das hat dieses Kind alle. Das Spiel will mich doch hochnehmen, oder? Das will mich doch so hops nehmen. Das hat sie ganz alleine gemacht. Das ist ein Parcours der Extralative. Nicht mal ich würde die Stangen so hochkriegen, Alter. Ah, Junge. Oh. Oh. Das war ein bisschen zu schnell. Ja, keine Ahnung. Geiles Hindernis. Ich meinte eigentlich eine geile Strecke auf jeden Fall. Ja, super. Jetzt haben wir schon die zweite Strecke freigeschaltet in einem Video. Ich freue mich total, meine Freunde. Oh yeah. Super. Mega, mega, mega. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein Schatz. Und toll, nicht wahr? Du findest sie auch toll? Du bist lieb. Komm zurück, wenn du es noch einmal versuchen willst oder wenn du ein Stück Kuchen für mich hast. So, da wir jetzt gerade einmal hier sind, würde ich jetzt einfach die nächste Quest auch noch mitmachen. Nature Orb, komm her, mein Pferdchen, komm zu mir, ich muss dir was erzählen. Hast du schon mal von dem neuen Rennen gehört, das ich mir ausgedacht habe? Es heißt Koppelinsel-Tänzelei und es ist das beste Rennen weit und breit. Was sagst du, Nature Orb? Du willst das neue Rennen mit allen aufregenden Sprüngen und Kurven ausprobieren? Natürlich willst du das. Komm schon, Amber, versuch es mal. Du wirst doch, Nature Orb, diesen kleinen Wunsch nicht abschlagen, oder? Krass, ich dachte tatsächlich, ich muss jetzt vielleicht nochmal, den Ruf verbessern, ein paar Mal Rennen reiten oder so, bis mir eine neue Bahn. Gott. Eine neue Bahn vorgeschlagen wird, aber, ja, die ist ja schon direkt voll dabei, die gute. Ach, jemine. Okay, ich hab's unterschätzt gerade. Voll. Ey, die Kleine hat's echt drauf, ne? Ihre Hindernisse hier, das ist, also ihr Parcours, das ist gar nicht mal so einfach. Das hat es schon echt in sich. Ja. Ja, das war schon anspruchsvoll. Ihre Hindernisse sind auf jeden Fall, ihre Rennstrecken sind auf jeden Fall anspruchsvoll. Das hast du ganz toll gemacht, Nature Orb. Und du warst auch nicht schlecht, Amber. Hihi, komm bald wieder. Frech. Ich mach das jetzt trotzdem nochmal. Gut, ihr Lieben, wir haben drei
Drei Rennen freigeschaltet in einer Folge. Ich bin so happy, dass das passiert ist und bedanke mich auch nochmal ganz recht herzlich bei Shoto. Und ich hätte ich das wahrscheinlich so verpeilt und hätte das irgendwann rausgefunden, wenn ich dann die Nebenquests gemacht hätte. Ja, ich freue mich total. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Und kommt auf den Discord, wenn ihr Bock habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.